Servus. Hallo, grüß dich. Für dich ist das Ganze relativ neu, gell? Ganz neu. Du hast noch kein Fernsehen gemacht. Oh, ist es der erste CD? Genau. Ja, erzähl uns einmal ein bisschen was, was dir einfällt auf die Schnelle. Haben wir die CD da? Ja. Ja. Das also ist eigentlich über an Andreas Gavalier-Contest ist das eigentlich angegangen, das Ganze. Mhm. Und hast du dort gewonnen? Nein, leider nicht. Aber ja, das Video, was wir dort gemacht haben, ist ja anscheinend sehr gut angekommen. Ja. Und ein Bekannter von mir, der hat ohne mein Wissen das zum ersten Musikproduzenten von Andreas Gavalier geschickt. Nein, nicht schlecht. Und der hat das auch sehr interessant gefunden. Und der hat mich dann sofort kontaktiert und hat gesagt, Bursche, und du kommst da mal runter. Und das, was du uns jetzt singst, kommt aus der Werkstatt Gavalier? Ganz genau. Super. Und einfach heißt leben. Einfach leben. Ganz bitte. Genau. Wie bist du überhaupt zur Singerei gekommen? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hab's eigentlich. Ich hoffe, dass du ehrlich bist. Ich meine, kannst du mich auch liegen, wenn es eine gute Geschichte ist. Aber war mal was anderes. Versuch's ehrlich. Also. Nein, also ich hab's eigentlich vor einem Jahr eigentlich selber noch gar nicht gewusst, dass ich das irgendwann einmal mache. Mhm. Das ist eben auf so einen Aufruf vom Facebook aus, ist das Ganze entstanden. Da schon, ja. Und ja. Ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach einmal aus und bin dann draufgekommen, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen will.
Und jetzt probiere ich halt meinen eigenen Weg und ja, jetzt schauen wir mal. Was hast du gelernt? Ich bin ein gelernter Maschinenschlosser. Mhm. Und abgeschlossen die Lehre? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Keine Lehre abgeschlossen. Heutzutage ist das nicht mehr normal. Ja. Und ja. Wie hast du den Friseur von Balasch Ecker gefunden? Ja, das ist mein kleines Geheimnis. Komm her, zeig mir mal deine Adresse. Ich zeig's noch einmal her. Du bist halb Innviertler, halb Bayer, oder wie sehe ich das? Ja, ganz genau. Ja, ja, dann bitte. Ich bin ein geborener Innviertler, komme aus dem Bezirk Braunau. Ja. Und das ist die Grenze gleich in der Nähe. Bist du umgegangen und warst schon ein Bayer? Ja, nicht ganz. Also fast. Es gibt auch eine Internetadresse. Genau. Da kann man das von dem jungen Burschen. Wie alt bist du jetzt? 31. Was? Ja. Schaut aus wie 24. Also. Da können wir gleich einen Dränger. Ja. Wenn du wieder mal zu mir kommst, bringst du ihn gleich mit. Also, www.christian-reintaler.com, dort kann man das alles nachlesen. Ganz viel Erfolg für deine Karriere. Super, und wenn du den Platz 1 Hit hast, besuchst du uns wieder. Super, danke. Vierte. Tschüss. Ah. 100 Brieflose gibt es wieder zu gewinnen unter 0800 868 886.